Hallo, heute bin ich in der Nähe von Isny im Eistobel zum Fotografieren. Da gibt es ein paar schöne Wasserfälle. Vom Wetter her passt es gerade. Heute Morgen hat es noch geregnet. Da war ich dann ein bisschen unsicher, ob das alles so klappt, aber jetzt ist schönes Wetter. Ja, herbstlich ist es, also wir haben jetzt Ende September. Von dem her haben sich die Blätter schon schön bunt gefärbt. Es gibt ein paar super Motive hier, also es lohnt sich auf alle Fälle herzukommen. Ja, zum Fotografieren gibt es hier einiges, also die Hauptattraktion sind natürlich die Wasserfälle, aber auch schon entlang des Wegs kann man immer wieder den Fluss fotografieren und man hat immer wieder die Möglichkeit auch runter an den Fluss zu gehen, also dass man relativ nah am Wasser ist, also vom Fotografieren her ist hier ideal. Für Kinder ist es jetzt vielleicht weniger geeignet, also zumindest sollten die Kinder laufen können und relativ trittsicher sein. Im Kinderwagen kann man hier sich nicht fortbewegen. Also das sind alles Waldwege mit Wurzeln, es geht auf und ab und ein paar Brücken sind dabei, also mit Kinderwagen ist es hier leider nicht. An den Wasserfällen ist halt immer relativ laut, deswegen hoffe ich, dass die Tonaufnahme einigermaßen klappt. Wobei ich jetzt hier zwischen dem ersten und dem zweiten Wasserfall bin. Aber man hört es halt ständig, das Rauschen. Also beim Fotografieren, wenn man mal so eine halbe Stunde am Wasserfall steht, das ist schon relativ anstrengend für die Ohren. Aber die Fotos entschädigen es hoffentlich dann. Vom Equipment her habe ich mitgenommen die 6D und das EF 24 bis 105. Würde euch aber empfehlen, nehmt noch was ultraweitwinkelmäßiges mit, also das 17 bis 40er oder das 16 bis 35er im Vollformat, weil ja, man braucht eigentlich alle Brennweite, sage ich mal. Also man kann sowohl im Telebereich arbeiten, um bestimmte Details aufzunehmen, oder auch eben den Wasserfall größer, aber man braucht auch eben ein Weitwinkelobjektiv, um die ganze Szenerie eben einzufangen. Von der Filter her habe ich jetzt einen Polfilter und ein paar ND-Filter mit dabei gehabt, wobei früh am Morgen war es jetzt kein Problem mit der Belichtungszeit, also die war, sag mal, relativ lang, um das Wasser eben entsprechend fließend darzustellen. Da hat es jetzt kein ND-Filter braucht, jetzt zur Mittagszeit, wo die Sonne durchkommt oder kräftig reinscheint in die Schlucht, da braucht man dann schon einen ND-Filter. Nach 5 Stunden Wanderung und Fotografieren muss ich sagen, Eistobel wirklich sehens- und lohnenswert. Nicht rein nur zum Fotografieren, sondern auch zum Wandern. Das ist jetzt kein schwerer Weg, aber ein bisschen Kondition und einigermaßen Schuhwerk sollte man anhaben. Also Turnschuhe sind auf alle Fälle Pflicht. Wenn es nass ist, bietet sich dann vielleicht doch eher Stiefel, Wanderstiefel oder sowas in die Richtung an.
Hat auf alle Fälle Spaß gemacht. Jetzt geht's zurück zum Auto. Ist doch gut. Das Trinken habe ich nämlich geschickterweise im Auto vergessen. Und ja, 5 Stunden wandern ohne Trinken kann man machen, ist aber nicht wirklich sinnvoll. Resümee habe ich eigentlich vorher schon gezogen. Zum Fotografieren echt super hier. Wandern auch super. Kommt es einfach mal her. Eintritt kostet 1,50 €. Also gerade für uns Schwaben eine wahre Freude. Kostet tut's Parken nichts, also ihr könnt hier direkt vorm Einstieg parken, wenn ihr rechtzeitig da seid. Ansonsten gibt es hier weiter hinten noch 2 weitere Parkplätze. Ich fahre jetzt heim. Mal schauen, was da geboten ist. Heute Abend werde ich auf alle Fälle mal die Fotos anschauen und vielleicht auch anfangen zu bearbeiten. Das Video muss noch geschnitten werden. Also der Tag hat es heute in sich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch da. Könnt meinen Kanal auch gerne abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.